Oh, hier, meine schöne Tasche. Sieht super aus. Oh, ein Lama. No drama, Lama. Oh, wie der mich gerade aufregt, ey. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hana Kreativ. Ich bin Tanja und ich freue mich, dass du heute wieder zu diesem Video eingeschaltet hast. Es ist eine Vlog-Perspektive, aber wir nähen heute auf jeden Fall noch zusammen, denn ich gehe heute ins Kurzwarenladen. Die waren schon Aussteller beim Stichtag, es ist jetzt After-Stichtag. Ich habe mein Stichtag-Outfit hier auch an. Dazu wollte ich ursprünglich etwas zeigen, aber das einiges an dem Schnittmuster schiefgelaufen, was ich ändern musste. Das war scheiße. Der Stoff ist mega, das Schnittmuster war es nicht und deswegen suche ich mir heute noch was Neues aus, damit ich dir dann auch was zeigen kann. Ich weiß noch nicht, was es wird und noch nicht mal, ob es Klamotte oder Tasche wird, denn das stimmt ihr gerade parallel auf Instagram ab. Ich nehme euch da interaktiv mit, ihr dürft den Stoff aussuchen, ihr dürft entscheiden, was es für ein Projekt wird. Und ja, ich habe heute meinen ersten Kaffee getrunken. Ultra lecker. Und jetzt bin ich frisch gestärkt und ich würde sagen, wir fahren los. So, da wären wir und ich muss jetzt erstmal gucken, was ihr abgestimmt habt, was es heute geben wird für eine Anleitung, ob Tasche oder Klamotte. Und ihr seid euch einig, dass ihr euch nicht einig seid. 48% Kleidung, 52% Tasche. Geil. Okay, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich gucke mich erstmal um und vielleicht seid ihr euch dann etwas einiger. Okay, let's go.
Eine Frage habe ich. Was machen wir jetzt? Jetzt wird mir gezeigt, wie wir dublieren. Wir sehen hier unser Dubliermeister, der Jannis. Der Meister für alles. Der Meister für alles. Wir haben hier die Dubliermaschine, also wir haben sehen zwei Maschinen. Einmal die normale Wickelmaschine für die Rollen, also wenn wir eine Rolle teilen möchten. Und das hier ist dann die Dubliermaschine. Hier kommt dann die Rolle in dieser Form rein. Wir haben hier einen Wollstoff. Komm, zeig das mal, wie du es hier durchführst. Führst du das hier durch? Ich würde gern einmal mit Profis arbeiten. Ist auch sehr schön, um zu sehen, ob der Stoff Fehler hat. Das kommt dann hier durch. Ob auch auf der Rolle genauso viel drauf ist, wie das der Hersteller so sagt. Ja, da haben wir auch ganz andere Informationen und schon gesehen. Ja, die näher. Das muss hier rein. Das kommt dann da rein. Wir haben diese Pappwickelhaspel. Einmal drehen, damit das dann fixiert wird. Aufs Knöpfchen drücke. Und wir haben gesehen, der Hersteller hat hier uns, hat einen Cut drin. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist unangenehm. Muss man doch besser aufpassen. Egal. Dann gucken wir mal, ob das jetzt in einem Stück ist. Und dann drücken wir hier, dann macht er 0. Damit wir wissen, wie viel Meter ist da drauf. Und jetzt machen wir das gleich. Wir streicheln dabei die Stoffe, wie man sehen kann. Hier, eine Stoffstreichlerin. Das ist sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall. Hier an dieser Stelle faltet sich der Stoff dann in die Mitte, wird dann dort zusammengeführt und dreht sich dann an der Haspel entlang. Und das war's. Mal ganz ehrlich, hättet ihr euch zusammenreißen können? Ich musste mich für einen Stoff für euch entscheiden. What? What the fuck? Ja, bitte. Hab's geschafft. Und ihr habt ja nur den Vor-Ort-Bereich gesehen. Ich war dann noch in den heiligen Hallen des Online-Shops. Ich habe das noch nie erlebt. Hammer. Ich habe das Gefühl, es gibt da nichts, was es nicht gibt. Ihr seid super von Firma her. Kurzwarnland. Kurzwandern, die Inhaber sind Nico und Georg, mit denen Sandra und ich uns extrem gut verstehen. Die waren auch schon am Stichtag dabei. Dadurch haben wir sie kennenlernen dürfen. Es sind auch schon viele weitere Projekte in Planung, aber das erzählen wir alles mal so nach und nach. Ich habe mich jetzt für diesen coolen Batik-Sweatstoff entschieden und den hatte ich nämlich in irgendeinem Hinterraum entdeckt. Der kam nämlich erst frisch an und war noch nirgends zu finden im Online-Shop. Daraus möchte ich gerne etwas nähen. Was mache ich mit euch? Sweater. Ich nähe diesen schönen Pullover. Und was habe ich festgestellt, als ich das Schnittmuster gemacht habe? Meine Größe geht schon wieder über 3 Größen. Diesmal habe ich es aber angepackt. Ich habe gedacht, komme was wolle, ich zeige euch jede Änderung. Es ist das Sweatshirt Alpha geworden von Nähtalente. Das gibt es in den Größen 34 bis 54. Die Nahtzugabe ist bereits enthalten. Und ich muss sagen, ich bin großer Fan davon. Das nächste Mal weiß ich nicht, ob ich mir das an den Schultern schmäler machen würde oder nicht. Wenn ich ihn für draußen zum Einkauf und so weiter benutzen würde, dann denke ich auf jeden Fall. So für zu Hause mag ich es eher, wenn alles ein bisschen weiter und gemütlich ist. Aufgehübscht habe ich das Ganze noch mit einem schönen Plot. Ihr durftet auf Instagram entscheiden, welches wurde, denn es waren 4 Stück zur Auswahl. Und was soll ich sagen? Ihr wart euch einig, dass ihr euch nicht einig seid. Was ist mit dir los? Sag mal. Und dann würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Da gibt es noch was Tolles für euch. Wie könnte es anders sein? Und wir legen los mit der Nähanleitung.
Jetzt geht's los. Hier eine Materialübersicht. Du benötigst einen dehnbaren Stoff. Das kann Jersey sein oder wie in meinem Fall so ein wunderschön kuscheliger Sweat. Ich habe mich hier für ein Batikmuster entschieden, das ich mich direkt verliebt habe. Den gibt es auch noch in ganz, ganz vielen anderen schönen Farben. Außerdem brauchst du passendes Garn, wobei ich jetzt hier nochmal ein Seraflex-Garn dazulege. Denn ich denke, wenn ich absteppe, werde ich das Ganze mit dem elastischen Garn machen. Außerdem die üblichen Verdächtigen, ein schönes Größenlabel. Und dann habe ich mir jetzt noch ein paar Plots gemacht und euch auf Instagram gefragt, welches ich nehmen soll. Außerdem brauchst du noch das Schnittmuster und hier gibt es bei mir eine kleine Besonderheit, denn ich habe von Größe 42 zu Größe 36 tatsächlich alles. Das sind also vier Größen, die ich überbrücken muss. Das Schnittmuster habe ich mir jetzt in der größten Größe zugeschnitten und ich werde das dann über dem Nähen anpassen gegebenenfalls. Wobei es ein Kuschel-Hoodie für zu Hause ist. Das heißt, es kann auch sein, dass ich gar nichts anpassen werde und mir dieses Oversized gut gefällt. Das Schnittmuster enthält bereits die Nahtzugabe. Das macht das Ganze etwas einfacher beim Zuschneiden. Ich lege mir alles einmal auf dem Boden aus, da es eine Menge Stoff ist und schaue, dass ich hier alles platzsparend anordne. Du benötigst das Vorderteil einmal im Stoffbruch, das Rückenteil einmal im Stoffbruch, zweimal die Ärmel, also einmal gegengleich zuschneiden, zweimal das Saumbündchen, zweimal das Ärmelbündchen und einmal das Halsbündchen. Übertrage auch alle Knipse und Markierungen. Außerdem markiere ich mir bei den Ärmeln immer, wo vorne und hinten ist. Du kannst dir hier aber auch ganz einfach merken, Fukuhila, vorne kurz, hinten lang. Wir beginnen damit, dass wir das Rückteil mit der rechten Seite zu uns legen, darauf das Vorderteil geben und dann oben die Schulternähte schließen. Die Schulternaht wird mit einem elastischen Stich oder mit der Overlock geschlossen. Wenn du mit der Nähmaschine nähst, kann ich dir empfehlen, entweder Jersey-Nadeln zu verwenden, Stretch-Nadeln oder Super-Stretch. Als nächstes bringen wir die Ärmel an. Dazu klappen wir das Oberteil einmal auseinander, dass die rechte Seite nach oben liegt. Auf der linken Seite ist mein Vorderteil, auf der rechten Seite mein Hinterteil. Und ich muss jetzt auch die Vorderseite des Ärmels an die Vorderseite anbringen, Hinterteil an das Hinterteil und das Ganze natürlich auch rechts auf rechts. Und den Knips, den wir uns gesetzt haben, der zeigt dabei die Mitte bzw. die Schulternaht. Beim Feststecken lege ich die Naht Richtung Vorderseite. Und nun stecke ich alles zu den Achselnähten hin fest. Das Ganze wiederhole ich natürlich auch für die andere Seite. Nun schließen wir die Seitennähte. Dazu legst du deinen Pullover einmal rechts auf rechts und steckst das Ganze fest. Wir beginnen unter den Achseln. Die eine Naht legst du zur rechten Seite, die andere auf die linke Seite. Und von hier aus stecken wir alles Richtung Ärmel und Bauchbündchen fest. Auch hier wird jetzt wieder alles mit einem elastischen Stich zusammengenäht. Beim Nähen solltest du darauf achten, wenn du an der Achselnaht angekommen bist, dass hier wirklich die Nähte genau aufeinander liegen, damit es später ein sauberes Bild abgibt. Wenn das Ganze so zusammengenäht ist, kannst du den Pulli erstmal beiseite legen und wir widmen uns den Bündchen. Die Armbündchen sowie das Halsbündchen legen wir rechts auf rechts aufeinander und nähen sie an der Kante zusammen. Das Bauchbündchen legen wir ebenfalls rechts auf rechts aufeinander und nähen es an der Seite zusammen. Nach dem Nähen werden die Bündchen links auf links über die Mitte gefalten. Teile im Anschluss alle vier Bündchen in jeweils vier gleiche Teile auf.
Bevor ich nun aber die Bündchen annähe, nehme ich mir einmal meinen Pulli zur Hand, drehe ihn mir auf die richtige Seite, also rechts herum, und probiere ihn an, ob ich vielleicht noch irgendwelche Anpassungen machen muss. Die Stunde der Wahrheit rückt näher. Und tatsächlich, glaube ich, passt er so, wie er ist. Das heißt, die Ärmel, die mag ich tatsächlich auch ein bisschen länger. Vielleicht kürze ich die noch um 2 cm. Hier unten mag ich es auch gerne etwas weiter. Es kommt ja noch ein kleines Bündchen ran, damit er auch ein bisschen länger ist. Die Schultern, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, das stört mich nicht, dass es ein bisschen größer ist. Und obenrum passt auch alles. Ich würde sagen, kann man so weiternähen. Ich brauche keine Anpassungen. Bevor ich das Bündchen jetzt an den Pullover stecke, bringe ich hier aber noch ein kleines Label an. Stecke dir nun den Pullover ebenfalls in 4 Teile ab. Nimm dein Bündchen und lege es mit der offenen Kante in den Ärmel hinein, rechts auf rechts. Die Naht des Bündchens trifft dabei auf die Naht des Pullovers. Stecke nun alles ringsherum fest. Wenn du möchtest, könntest du dir jetzt wie ich noch ein Label dazwischen feststecken. Das gleiche wiederholst du jetzt auch für den anderen Arm, den Bauch und den Halsausschnitt. Soweit ist alles fertig und jetzt kommt der spannendste Teil. Wir wenden das Ganze. Es hat alles geklappt. Jetzt werde ich nur noch den Plot aufbringen und danach anziehen, genießen und wohlfühlen. Und wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du hast bald auch einen schönen Kuschelpullover für dich. Und natürlich habe ich jetzt noch einen Rabattcode. Mit dem Code SWEATHER10 sparst du 10% auf das gesamte Sortiment. Alle Details dazu findest du natürlich auch unten in der Infobox sowie einen Link von der Seite und dem Schnittmuster. Und wenn du jetzt noch Lust auf eine kleine Verlosung hast, dann musst du einmal auf meinen Instagram-Kanal springen, denn da verlose ich etwas von diesem wunderbaren Stoff. Und dann wünsche ich dir eine wunderbare, kuschelige Woche. Wir sehen uns nächsten Mittwoch mit einer großen, großen, großen Verkündung hier auf meinem Kanal um 18 Uhr. Ich hoffe, du bist mit dabei. Ich bin schon etwas nervös. Hab eine schöne Zeit. Bis dahin. Bis dann.